Servus Leute, willkommen bei Nageria's Spielewammo, ich bin Renton. Ich bin der Raven King. Er ist der Raven King und wir spielen Scott Pilgrim weiter im 6. Part. Soweit schon. Soweit schon. Das ist doch super, Herr Seiner, das haben sie ins Zimmer gemacht. Zimmer. Ja, jetzt sind wir im Auswahlscreen. Ich nenne so wieder die Ramona. Und ja. Scott. Ah, jetzt sind wir mal Blackout. Lecker. Lecker ist lecker. Ich trinke Bier. Oh, gute Idee. Ich werde Bier trinken. Oh. So, von einem scheiß Video zum guten Spiel. Ja, wir haben gerade das Two Girls One Cup Reaction Video gemacht. Wir müssen das fünfte Level wiederholen. Weil da sind wir, glaube ich, gestorben oder so. Ach, das wissen die doch gar nicht mehr. Ah, da müssen wir mal rechts gucken, weil wir sind das letzte Mal klein, die der neu. Und da habe ich mir noch gedacht, da könnte was sein. Oh, die Dinos. Oder Drache oder. Ah, weißt du, was ich auch gerne hätte? Hä? Letztes Mal haben wir ja so viel über Filme und Serien und sowas. Ja. Die Dinos. Boah, die Dinos waren super. Ich hatte mal die Dinos wieder gesehen. Mhm. Bei war das noch Premiere damals? Und da waren die Folge geschnitten. Die haben die Folge geschnitten. Zum Beispiel Essen, wo das Baby krank wird. Und dann der Kopf um 180 Grad dreht und sagt, nicht die Mama! Das haben sie rausgeschnitten, die Hure sind. What the fuck? Das ja. Ähnlich von der geilsten Szene, die es gab. Ich weiß auch nicht. Aber die Dinos, die waren auch ein bisschen, was war das? Ein bisschen sozialkritisch. Da gab es mal ein Volk, wo der Earl entscheiden soll, was im Fernsehen läuft. Mhm. Und der ist halt so blöd, dass er das Testbild geil findet. Und auf einmal finden es alle geil. Ja, so ähnlich. Ja gut, es hat ein bisschen an die Simpsons erinnert. Warum hängt denn das so oft heute? Das ist ein bisschen wie, das erinnert mich ein bisschen an Mitte im Leben. Was auch so Volksverdummung ist. Ja. Ja. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat es mal auf BMP, in einem Katalog, hat es mal so eine Box gegeben, aber ich hab's halt... Ne, ich habe geguckt, es gibt Kenny und ich hatte sogar mal eine E-Mail an Disney geschrieben, ungelogen. Und habe gefragt, ey Leute, wie sieht's aus? Dinos auf DVD und da haben sie mir geschrieben, es ist nichts geplant. Ist aber schon bestimmt 6 Jahre her. Ja. Ah, damit können sie aber Geld machen für die Sofortkarte. Ah jo, auf jeden Fall. Also jetzt nicht sofort. Ich will gleich 2 Mal kaufen. Ja. Bats! Die geilste Sendung fand ich, wo der Robby hat doch so einen Kumpel gehabt, so einen Stegosaurus irgendwie, gell? So ein Rocker. Ja, ja. Und hat sag mal diese eine Serie gegeben, das war auch ein bisschen sozialkritisch oder so ein bisschen gegen die Highschool-Manier und gegen das Doping und sowas. Dobby war jetzt nicht so der stärkste und so der sportlichste, glaube ich. Und der wollte doch, ach irgendwie, ich weiß nicht, ob der in irgendeine Football-Mannschaft wollte oder so. Aber er sich gedopt hat dann, oder was? Mit diese kleine Viecher da mit einer Stachliche, wo er sich dann gedopt hat, oder? Ah, stimmt, ja. Da gab es doch auch mal ein Grasvolk. Wo sie Gemüse gefressen haben, ja. So ja, diese Pflanze. Und wo dann der Chef vom Earl, dieser Earl, wo der dann zum Hippie wird und der Bus, wo der immer drin hockt, war dann ein Hippie-Bus. Das war geil. Ja, war schon cool. Oder wo die Oma stirbt und dann im Jenseits ist und dann immer im Jenseits und dann wieder da ist und was weiß ich. Und dann war sie ja bloß scheintot und dann wollen sie doch Hotel eröffnen, im Himmel schon und auf der Erde schon die Preise verlangen. Ist das das, wo der Earl so die Klippe runterschmeißt, ja. Weil so 70 im Watt oder so? Ich weiß es gar nicht, Alter. Kann so, ja. Wir sehen halt, das bleibt im Gedächtnis, die Serie waren cool. Also wenn ihr irgendwann mal rausfindet, dass es vielleicht irgendwo... Ich hab mal sogar mal auf Englisch besorgt und ich muss sagen, mir gefällt die Stimme vom Baby im Original nicht. Ne? Ne? Ich bin halt von Kindestagen an deutsche Stimme gewohnt. Und da war es echt komisch, wobei ich normalerweise Englisch ja immer bevorzuge, oder das Original generell. Mhm. Ah, da ist wieder der Robot O-One. Und da geht er gleich ab. Ja, scheiße. Alter. Du. Ah, ich hab'n. Ah, weg. Ja, der Hurenbock. Na, nicht. Das war's schon. Halt will ich nicht. Ich wollte den.
Ja, aber das geht mir mit The Simpsons genauso. Also ich finde die englische Stimme Homer geht, also der macht halt das Du richtig gut. Du. Ja, Marge ist mir zu kratzig. Ich fand die Altdeutsch-Stimmen von The Marge noch immer am besten. Man muss auch sagen, dass die Übersetzung von The Simpsons immer schlechter wird und die Folge an sich werden ja auch immer schlechter. Also es ist nie mehr lustig. Ich wäre froh, sie würden es absetzen, weil es läuft wirklich nur noch, weil es Simpsons heißt. Einfach weil es Kult ist und weil es wahrscheinlich die Serie sein soll mit der meisten Staffel auf der ganzen Welt oder so, ich weiß nicht. Ja, ist mir aber auch schon aufgefallen. Denn ich war hier irgendwie Folge, da hat die Milhouse Zeitung ausgetragen und da hat die Marge irgendwas gefragt, ob er wüsste, wo der Bart wäre oder sowas. Und das war irgendwie so distanziert, als würde er gar nicht wissen, wer der Bart ist. Ich weiß auch nicht, ob es scheiße übersetzt war oder so, aber irgendwie, ich weiß nicht, wo dieser Bart ist oder sowas. Oder was ich sagen muss, die Folgen sind mittlerweile zusammenhanglos. Also es gibt, ich habe keinen Story-Arc bei The Simpsons mehr gesehen in einer Folge. Gehen wir damit rein. Kein Stück Story gesehen, was am Anfang um was geht und am Ende auch noch. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es gab in keine rote Fahne mehr. Keine rote Fahne mehr, ne? Du weißt am Ende von der Folge gar nicht mehr, was am Anfang passiert ist. Und das finde ich nicht schön. Also meine Enttäuschung fing eigentlich mit dem Film an, weil ich fand, der Film war echte Verarschung, weil es war für mich bloß so lange voll. Und es war nichts Neues. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber wie ich ihn im Kino gesehen habe, weiß ich noch, dass ich eigentlich mit einem zufriedenen Gefühl im Bauch heimgegangen bin. Ja, gut, mir hat es nicht so gefallen. Du musst mal schnell rennen, gell? Am Schluss da müssen wir schnell sein. Am Schluss hat auch die Maggie dann gebabbelt. Ihr erstes Wort war Fortsetzung. Wenn man im Kino geblieben ist, hat die Credits fertig geholt. Das ist nicht Ne. Also ich hab dir zugehört, ja, weil ich hab's nicht mitkriegen können. Aber das ist nicht der Maggie, ihr erstes Wort, muss ich jetzt so als Nerd mal sagen. Ihr erstes Wort ist Daddy oder Dad und wird von der Elizabeth Taylor gesprochen. Muss im nachts Original. Im Bett liegt. Genau. Aber das war das nicht noch im Film? Das war vor dem Film, das war in okay, aber ich hab noch gewusst, dass ich schon mal. Da waren die Simpsons doch gut damals. Ah, okay. Ah doch, stimmt, du hast recht, ja. Wieder der Super Fighting Robot. Tut uns leid, dass wir es nochmal durchmachen müssen, aber so ist das Leben. So ist es halt. Ja. Simpsons, ich stehe auch oft vor der Box und denke mir, dann hast du aber das Problem, du hast so ewig viel zu kaufen. Ja. Das ist das, wenn mir viel, also wenn mir zwei Filme anfangen gut zu finden oder Serie, dann müssen wir alles, jedenfalls bei mir. Reihe so, oder Serie, ja, das muss man komplett dir mit. Ja, das ist dann immer so die Sucht. Vorhin haben wir gerade auf dem Balkon, wo wir eine gebracht haben, was über Sorg hatte, wo ich der erste wirklich sehr klasse fand. Du musst halt alle haben. Ich habe mir die Dreierbox gekauft, hatte, mit dem Zicht. Von Jigsaw. Dann hatte ich die erste drei und habe ich mal gedacht, ja, oder? Weiß mir halt wo alle gekauft. Ich war noch im Überlegen, die Blu-ray-Box zu holen von Saw. Dann habe ich sie aus England bestellt und habe insgesamt für alle 7 Filme, wie viel habe ich bezahlt? 12 Euro, 13 Euro? Was? Alle gebraucht geholt. Gebraucht? Ja, aber guter Zustand und. Das ist völlig in Ordnung. Meines Erachtens, das gebrauchte Filme. Machen nicht. Wobei ich sagen muss, bei jedem, der auf die Idee kommt, aus England gebraucht zu bestellen, es ist gefährlich. Ich habe mir Bioshock bestellt, gebraucht wie neu. Mhm. Das Ding war verbappt, eklig. Verbappt? Verbappt. Die okay. DVD war verbappt von oben bis unten. An sich die Disc? Ja, die Disc. Okay. Kann ich auch davon ausgehen, dass kein Film lieber, aber... Ja, was hast du dann gemacht? Fortgeschmissen oder? Ne, ich hab's halt sauber gemacht, so gut wie es ging. Das Ding ist halt zerkratzt. Und ich hab das Spiel auf der Xbox installiert. Ja. Mit in der Hoffnung, dass er nicht so viel von der CD lesen muss. Und bisher ist es immer. Okay. Scheiße. Ach, das war das Scheiß-Level. Und bisher ist es eigentlich gelaufen. Okay. Also es läuft, aber es ärgert mich halt, weil ich genau weiß, wie die DVD aussieht. Ich kann sowas nicht haben! Nee, das ist für mich auch ein No-Go. Also wer Spiele und Filme liebt, der muss die auch gescheit behandeln. Ajo.
Das ist oberstes Gesetz. Das ist auch das erste. Also ich gehe auch also auf den Flohmarkt und kaufe auch mal gebrauchte Spiele und wenn du. Oder gebrauchte Filme hauptsächlich und wenn du halt dann irgendwie Stab drauf ist oder ein Aufkleber oder so, dann wird das halt auch nochmal gescheit sauber gemacht. Weil du weißt schon, trotz allem nicht, ach wenn es ein guter Zustand ist, wer es vorher Karte hat und was das für ein Schiff ist. Vielleicht schon eine AIDS-Karte. Super AIDS. Genau. Ah, scheiße. Und ja, Sauberkeit ist ach in diesem Bereich wichtig. Das ist so lächerlich scheiße. Könnte ich gerade Butterbombe? Oh, Butterbombe, was zum Butterklumpen? Was ist denn das? Zack, zack! Verdammt, verdammt! Oh. Jetzt stehen die doch am Rand rum. Das ist so geil, dynamisch! So, jetzt müssen wir bleiben. Ja, wiederbeleben, wenn der Moment. Down ist. Ja, ja, los. Ja, los, los. Zack! Dann immer noch Grede. Hehe. Depp. Sich, du musst vorher rüber. Du musst drücken. Vorher rüber drücken, ja. Aber kannst du es nicht gescheit abschätzen, jedenfalls ich, ne? Ich hab's. Oh ne. Lass mich verrecken. Okay. Kann ich gerade mal ein Bier trinken? Kann ich gerade mal die Flasche zu dir werfen? Vielleicht wärst du jetzt auch ein Engel. Ah, ich komme auf die Beistelle wieder raus. Ganz vorsichtig, so. Ah, oder so. Ah, jetzt kommen, glaube ich, die Kuckle. Du kannst nicht drüber springen. Du kannst doch nicht so weit runtergehen. Du, was machst du dann? Also, ich bin's Mädchen. Ich rede mit mir selber. Yeah. Hopp, Kuckle gehen vorbei, dass der Raven King mich retten kann. Ich bin Kuckelein. Schocker! Kennt ihr den Schocker? Der Buddha! Wir müssen da ganz schnell hingehen und zack ist er drin! Am besten, wenn sie schläft. Zack, zack! Drauf, drauf, drauf! Ah, Pizza! Puh. Was er meint? Die Idiot. Dann meint er, wer die Idiot. Ah, was mir gerade einfällt, weil wir es über Filme und so hatten. Prometheus ist jetzt angelaufen in Deutschland. The Raven King hat ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn schon gesehen. Und mein Fazit zu dem Film, ohne dass ich ihn dir versauen will, es ist ein guter Film, durchaus. Aber er enttäuscht als Vorgeschichte zu Alien. Aber man sollte ihn halt schon doch gesehen haben. Ach, wenn man nicht so gut findet. Bereue ich es nicht, dass ich ihn gesehen habe. Also ich empfehle dir, Raven King, dass du guckst. Ja, Renton, ich habe bis jetzt alle Alien-Filme und da ich alle Alien-Filme habe und ich, wie vorhin gesagt, wer ich mehr kaufe. Ich weiß bloß nicht, ob ich noch vorher ins Kino gehe oder ob ich mir direkt kaufe. Muss man zusammenschieben, glaube ich. Zusammen Pumpe. Ich will auf der Stelle stehen bleiben. Ah, okay. Ah, das war geschmeidig. Also, man guckt, wenn man wahrscheinlich kaufe, ob man ins Kino gehen will, ist nicht. Die 3D-Effekte waren schon gut. Wobei 3D-Kino ist auch so. Oh. Ach, das sind die zwei. Weiß ich, muss ich mir jetzt abspielen? Also, es gibt ja ein paar Filme. Aber 3D ist teuer. Wollte ich noch sagen. Es gibt ja ein paar Filme, yeah. die jetzt Alien halt. So ein bisschen noch machen, dieses Alien vs. Ninja, Alien vs. Avatar. Das ist doch alles von diesem End-Billish-Label. Alien vs. Ninja ist von dem Typ, der Machine Girl gemacht hat. Wollte ich mal gucken, ob ich mir vielleicht Alien vs. Ninja hole. Also, Machine Girl war fett und Tokyo Gore Police war auch nicht schlecht. Ist halt Trash mit viel Gewalt. Oh, steh auf jetzt! Ich weiß ja. Auf jeden Fall hat mich bis jetzt noch kein originale Alien-Film enttäuscht. Oh, Twin Dragons! Hey! Raus!
Geht nicht. Keyboard-Spiele. Was drin, da? Ja, ja. Gegen die Ramon, sind sie. Also Bs. Mit Bs Augenbraue hast du gesehen. Ah ja. The Park. In the Park. Ist das euer Park? In the Park. Sieht aus wie im ersten Level. Ja, du warst. War das der Bs Gott oder was? Oder wieder was? Oh, der Soundtrack, der fetzt. Nee, darf ich dir jetzt nicht sagen, was ein Bs Gott ist? Aus dem Film, oder was? Ja, gut, weit gucken den Film. Gab's den Film, du Böse? Der schwule Mitbewohner von Scott, ne? Ich hab gedacht, das ist Macaulay Culkin. Das ist sein Bruder. Echt? Ohne Scheiß. Ich hab erstmal gedacht, das ist er, aber es ist sein jüngerer Bruder. Und der Macaulay Culkin, der mittlerweile, ich glaub, eh nicht 30 ist. Der zugekokste Drecks. Ist mittlerweile gleich sogar Sänger. Sänger? So wie das Diva umholt, wo er Rapper machen wollte. Wenn sie nichts mehr können, werden sie Sänger. Ja. Die Fische. Sind das? Der Wall? Die, wo in Deutschland nichts kennen, die gehen direkt zu so Soaps oder so Scheißdreck. Die gehen ins verfickte Dschungelcamp. Ja, das sind nur die C- und D-Klasse Promis. Fickt euch. Taube. Das ist eine Taube auf dem Dach, also am Telefon, Alter. Sag mal. Das sind schwer, die Taube. Das ist ja so ein schwules Hochzeitspaar geheiratet habe und muss die Taube für die gelassen haben. Scheiße, du alles zu. Die verfickten. Alter! Scott Pilgrim ist eine kanadische Produktion, gell? Ich schwöre es, Scott. Ich schlaf schon. Der war sogar in Kopfhöhe. Echt? Ja. Das war's. Oh Gott. Oh, weiter. Ich hab Bubu gemacht, ein bisschen AA. Das war jetzt erst nur, dass wir sowas gemacht haben. Ja. Du hast auch Pange! Ich hab angefangen. So, jetzt ist jeder, jetzt ist jede Form von Ehre ist jetzt völlig verschwunden. Ich bin sogar extra mal mit dir aufgestanden. Rennst du mich trotzdem? Ja. Ja, du musst nach 100. Achso. Musst, Ja, an dieser Stelle würde ich gerne Domino grüßen. Große Inspiration, was Furze auch was Furze angeht. Was Furze auch geht. Das ist unser Furzkumpel. Ja. Ja, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich, also, aus dir gefahren. Was aus mir gefahren ist. Das weiß ich durchaus. Ich kann doch was. Ja, stimmen. Leid stimmen ab. Was findet ihr, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt noch Furzen dazu? Also, ich hätte gedacht, Rülz reicht, aber. Wenn ich jetzt ein Renten nicht gut genug bin, nur weil ich rülps, nee, dann ist, kann man gern futtern. Ich hab gemerkt, dass er kommt, da ich dachte, ich mach's nie wieder. Das war auch jetzt nicht base gemeint oder so. Ja, ja. Das ist eigentlich. Das gehört zu meinem Paarungstanz. Und bin ich Araber oder was? Mach schon immer so, wenn ich bekannt bin. Allah Raven King, Allah Kabir. Ich mach einen Bollywood-Tanz. Oh. Ich will sterben. Ja. Ich will dich sterben. Nee, ist nicht schlimm. Wasch halt mal gequatscht. Er furzt! Ist es doch in Ordnung. Vorhin haben wir Leute gesehen, die sich auch scheißen. Was soll denn furzt? Es gibt sogar Bücher, die heißen, jeder muss mal pupsen.
auch der Renten. Hast du die alle durchgelesen? Ja, aber meistens nachts, wenn... Ich hab die nicht nur gelesen, ich hab die gelebt, Mann. Also, hast du gegessen? Und dann kurz. Und dann kurz. Die verkackte Hunde. Ach, kacke. Oh. Ah, Spezialattacke! Ha! Oh, letzte Trigger. Wow, aber... Der letzte kostet, Trigger vom letzten Trigger. Das kostet Geld, gell? Kann es sein, dass das Geld kostet? Wiederbelebe. Nee. Wenn du wiederlebst, also wenn du... Ach, dann kriegst du da Geld eh schon wieder. Nee, da geht deine Spezialenergie fort. Deswegen nicht so oft die Spezialattacke machen, weil du auch die Spezialenergie fortgeht. Na. Oh, geil, Zombies. Walker. Walker pickt zu drehen. Da ist er brav, gell? Nur mal so, damit ich passt. Ja, wenn die mal jetzt herkommen. Hallo. Warum können die blocken? Normalerweise müssten deine die Ärmel abfaulen, wenn ich sie treffe. Zack. Ich muss das Gehirn zerstören. Komm her! Lass mich dein Gehirn zerstören. Nimm den Kopf. Ah. Schmeißen jetzt so neu. Hä? Gute Idee. So, wunderbar. Ja, was müssen. Menschliche Abschauung, so. Ah, das war nix. Das sind aber leichte Kost, ja. Ja. Leichte Kost. Zack! Ab wie viel ist denn das Spiel, wenn man jetzt hier so gerne sieht? Ab 37.000, Junge. Aha, 9 bis 99. Ich glaube, das ist ab 12 oder so. Okay. Wegen der Gehirne jetzt, oder was? Ja. Ja, komm, jetzt sieht man in aller Nachrichtensendung heutzutage. Es gab nur eine Zeit lang, da hat man voll oft Titel in der Werbung gesehen im Fernsehen. Ja, Letterwerbung. Zum Beispiel, wo sie nackig im See geschwommen ist. Bei Fahrer und sowas. Und was sieht man heute? Werbung, wo Frauen auf den Stift pissen, um zu gucken, ob sie schwanger sind. Oder schwanger werden können. Das habe ich früher am Geschmack gemerkt. Die alte Schwanger. Und so gestunken hat, war es. Drecksei. Hä, du stinkst ein bisschen noch Fötus. Jede Sau, jede Frau, die ihr Scheißblutung kriegt, der stinkt. Bei mir denen, die wie im... Den in den Urwald kommen, in den Wald und nimm ins Dorf, Leute! So, Sauerei! Können wir jetzt weiterspielen? Ja. Danke. Und wollt so kalben? Ah, grad weg! Bis die Kinder Abitur gemacht haben, weil Pistole kostet sie. Pistole kostet nur Geld! Bist du kaputt, ey? Das macht das Spiel mit mir, weil es ab 12 ist. Komm, ich will, dass du von innen nimmst. Geile Scheiße. Welches Loch nimmst du? Das verfaulte oder das stinkt? Du gehst einfach hier und stichst ein neues. Ja. Das ist wie Piercing machen. Pimmel-Piercing. Kannst du mit deinem Schwanz durch Haut stechen? Also nicht, dass ich eine profile Erfahrung hätte, aber ich vermute mal, dass es klappen wird. Wow, was war denn das? Bei jemand verwesen oder was? Ja. Ja, Zombies sind halt verwest oder sehen die fresh aus? Beim Opa hat's angeklopft. Der Opa hat mich lieb. Der Opa hat heute gebotscht. Der Opa hat mich lieb. Weit gucken ab und zu, eigentlich müsste man da auch mal Couch Critics draus machen, oder? Der Opa mich lieb. Der Eri Forest. Nagascott. Ach, das ist der. Ja, okay. Und Negascott. Und der. Das erinnert mich ein bisschen an Zelda, weil in Zelda gab's negative Link und ich glaube, du musst mich auch zählen und nur am Schild sieht man nicht. Ja. Ach Scheiße! Ja, ja. Ey, sorry. Man hat's gerade noch gesehen, ist egal. Ja! Da blinkt der Negascott! Ah! Bleib sogar politisch korrekt, weil er wirklich Negascott ist. Ja, geil. Ich darf Negas sagen. Mega. Zombies gegen Nazis. Wie werden das? Ah!
Da liegt der Flach des Gottes. Ich glaube, die Leute denken mittlerweile, wir hätten was gegen dunkelhäutiges Leid. Nö. Also, hämmer nicht. Ob sie es denken, können sie von mir aus. Leute können über mich denken, was sie wollen. Genau, in der Bubble, was wir wollen. Ist scheißegal! Ist es laut wegen den Nachbarn? Das kannst du. Bush hat nicht beschissene Nachbarn. Ich hab Hitler-Nachbarn. Ja. Nachbarn. Hitler. Hitler. Erlaub. Gut. Sind wir fertig mit Part 6? No! Wollen wir nochmal vor einen Tschüss sagen? Oh, Tschüss. Ciao. So vor? So geil vor. So, so nochmal vor. Nochmal vor. Ganz aber, nah. Also. Tschüss. Abschalten.